Wir kommen jetzt zum nächsten Bericht, zum Bericht von Frau Vicky Ford, Kontrolle des Erwerbs und des Besitzes von Waffen. Im Namen der ENF-Fraktion nimmt jetzt Herr Obermeier, wird jetzt Herr Obermeier das Wort ergreifen. Gegen den Bericht Erwerb und Besitz von Waffen gestimmt, denn nahezu alle Behauptungen und Begründungen, warum wir diesen Bericht auch brauchen, sind falsch. Dass bereits 5 Tage nach dem schrecklichen Anschlag auf den Club Bataclan in Paris die Kommission einen Entwurf zur Verschärfung der Waffenrichtlinie vorlegte, ist für mich ein Indiz, dass diese Idee schon lange offensichtlich bei der Kommission vorlag und man ihn nur aus der Schublade herausholte, wenn der Zeitpunkt passt. Also eine klare Anlassgesetzgebung, ein Aktionismus, wo man bewusst Jäger, Schützen und Sammler treffen wollte. Ich komme nun zum wesentlichen Punkt auch meiner Kritik. Vordergründig wird von der Kommission behauptet, dass mit dieser Regelung Terrorismus bekämpft werden soll. Und diese Behauptung ist fadenscheinig. Und es ist doch jedem vernünftigen Bürger klar, dass Terroristen, Kriminelle, ihre Waffen weder am Schwarzmarkt, im Darknet kaufen und nicht beim Waffenhändler ums Eck oder offiziell im Internet. In Wahrheit werden hiermit die legalen Waffenbesitzer, die Jäger, die Schützen und die Sammler mit dieser Richtlinie verhöhnt. Die legalen Waffenbesitzer werden mit dieser Richtlinie unter Generalverdacht gestellt. Diese Richtlinie stellt tatsächlich eine mutwillige Malträtierung der Bürger dar. Und es wäre viel wichtiger, wenn wir den tatsächlichen Schmuggel und die Grenzkontrollen verschärfen würden, beziehungsweise uns gar überlegen und die Frage stellen, wo diese Waffen denn auch herkommen. Und Sie können, wenn Sie wollen, tonnenweise Kalaschnikows aus dem ehemaligen Jugoslawien importieren, wenn Sie auf der illegalen Seite sind. Das heißt, es bringt auch zusätzliche Kosten, eine zusätzliche Bürokratie für unsere Bürger, eine schikanöse Behandlung, die diese Richtlinie darstellt für die gesetzestreuen Waffenbesitzer. Wir dürfen uns nicht wundern, dass es sicherlich Staaten geben wird, die diese Richtlinie nicht umsetzen werden oder zögerlich umsetzen. Und wir dürfen uns auch nicht wundern, dass die Bürger sich immer mehr von dieser zentralistischen EU-Politik entfernen.